willkommen, Personal Trainer und Ernährungscoach Michael Blum. Jetzt muss ich mal was in eigener Sache loswerden. Es brennt mir auf der Seele und ich spreche es einfach aus. Ihr dürft es nicht falsch verstehen. Das ist nicht böse gemeint. Ich wurde angeschrieben, was kostet bei dir ein 8-Wochen-Konzept? Ich habe den Preis genannt und da hieß es dann, oh, das ist aber viel zu teuer. Tja, gut, ich reagiere da nicht drauf, weil preistechnisch brauche ich mich nicht zu rechtfertigen. Jede Dienstleistung hat ihren Preis. 2 Tage später sehe ich diese Person, wie sie postet, hey, nagelneue Nikes für 159 Euro gekauft. Und ja, da habe ich das Ganze doch einfach mal so hingenommen und habe dann ja diese Person nochmal angeschrieben und habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Du kaufst ja ganz schön teure Schuhe. Ja gut, ich laufe ja den ganzen Tag da drinnen rum. Ja, habe ich gesagt, okay, das kann ich verstehen. Habe gesagt, was fährst du denn für ein Auto? Ja, ich fahre einen Audi A6. Aha, warum fährst du denn einen Audi A6? Ja, ich bin so viel unterwegs, ich muss doch bequem sitzen. Gut, kann ich verstehen, sehe ich genauso. Jetzt meine Frage an die Person. Wenn du dir teure Schuhe kaufst, weil du den ganzen Tag damit rumläufst, und wenn du dir ein Audi A6 leisten kannst, weil du den ganzen Tag oder sehr viel in der Gegend unterwegs bist und fährst, dann stelle ich mir die Frage, wie lange bist du denn täglich in deinem eigenen Körper? So, bei mir sind es 24 Stunden. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber das wird so ungefähr die gleiche Zeit, plus minus 5 Minuten sein. Und Leute, ganz ehrlich, wer da nicht bereit ist, für seine eigene Gesundheit, für seinen eigenen Lifestyle fit zu werden, schlank zu werden und, mal ein bisschen in die Tasche zu greifen und auch mal wirklich was dann auch wirklich versucht umzusetzen, dem kann man halt nicht helfen. Ich fungiere einzig und alleine als Navigationssystem, wenn man sich in sein Audi A6 reinsetzt und sagt, pass auf, ich bin jetzt in München, ich möchte nach Hamburg fahren beispielsweise, ja, dann gibt diese Person ein Hamburg, die und die Straße, und das Navigationssystem rechnet aus, aufgrund der Verkehrslage und, wie lange brauchst du dahin, ja, das ist mein Job, ich rechne den Leuten aus, wie lange brauchst du, bis du dein Ziel erreichen kannst, wenn du es zu 100% durchsetzt. Ich weiß aber persönlich nicht, ob diese Person jetzt die Strecke durchfährt oder ob diese Person sagt, ja, ach, besuche ich hier nochmal jemanden, besuche da nochmal jemanden, das kann ich nicht wissen. Das sind garantiert einige Leute dabei, die sich wahrscheinlich selbst auch einen zurechtmogeln, sich selbst ein bisschen verarschen. Das ist nicht mein Ding, das obliegt mir nicht, darüber zu urteilen. Ich jedenfalls weiß, aufgrund der beispielsweise Vorbereitung für einen Wettkampfathleten, die es wirklich 1:1 so durchziehen, wie ich es denen sage, die am Ende dann auch immer sehr gut aussehen. Ich weiß, wie Leute aussehen und welches Zeitpensum die brauchen, um ein Ziel zu erreichen. Und von daher weiß ich auch genau, welche Personen es sind, die sich dran halten oder die sich eben nicht dran halten. Ja? Summa summarum ist einfach nur Fakt. Ich sage den Leuten, pass auf, du musst das und das essen, so und so trainieren. Gegebenenfalls, falls man einen Mehrbedarf hat oder einen Mangelbedarf oder also eine Mangelerscheinung, ein Defizit sozusagen, dann gegebenenfalls noch die und die Nahrungsergänzung. Das ist mein Job. Ich navigiere nur. Fahren muss jeder Einzelne selbst. Ich bin nicht der Typ, der die Leute anschiebt. Die Eigenmotivation muss immer da sein. Und wenn ihr die Eigenmotivation habt, dann seid ihr bei mir genau richtig. Dann ist das 8- oder 12-Wochen-Konzept für euch das Beste, was euch passieren kann. Und denkt einfach mal nach. Ihr kauft teure Schuhe, ja, weil ihr den ganzen Tag rumlauft. Ihr fahrt ein teures Auto, weil ihr den ganzen Tag rumfahrt. Und. Ihr kauft euch teure Klamotten, weil die müssen ja bequem sein, weil man ist ja den ganzen Tag in den Klamotten drinnen. Aber ihr seid 24 Stunden am Tag in eurem Körper drinnen und ich möchte niemandem zu nahe treten. Wer sich nicht wohlfühlt oder wer sich angesprochen fühlt, einfach mal drüber nachdenken. Ihr könnt euch gerne bei mir melden und ich freue mich auf euch, euer Personal Trainer und Ernährungscoach Michael Blum. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu krass, aber das musste mal runter.